Ein ganz herzliches Willkommen bei der German Brand Convention 2019. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Saskia Dierl, ich bin Markenberaterin aus Köln und gebürtig bin ich ein Frankfurter Mädchen. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder hier dabei sein zu dürfen beim German Brand Award und bei der German Brand Convention, denn ich finde es etwas ganz Besonderes. Wenn Sie alle sich umschauen, einmal zu Ihren Nachbarn, nach links, nach rechts, vorne, hinten, da gibt es etwas ganz Besonderes, nämlich Sie alle sind Gewinner. Yay! Ja, genau, Selbstapplaus, mal absolut legitim heute. Alle sind ausgezeichnet worden mit dem German Brand Award, das heißt, Sie haben sich hervorgetan durch exzellente Markenarbeit. Und ja, das ist wunderbar und deswegen gibt es auch diese German Brand Convention, ein Netzwerktreffen, wo sich so viele exzellente Brandmanager hier einfach mal austauschen können. Also in den letzten Jahren war das schon so, die Gespräche beim Abendessen, die Gespräche mit den Cornern waren ganz, ganz hervorragend, weil letztlich haben wir doch alle die gleichen Themen, Herausforderungen und Probleme in der Markenarbeit und darum geht es heute. Also ich möchte Sie herzlich einladen, nutzen Sie das, die Kollegen anzusprechen, sprechen Sie auch gerne die Speaker an, die sind sehr nett und fachkundig, beides. Sprechen Sie die Jury an, sprechen Sie den Rat für Formgebung an, da hinten versteckt sich der André Kupetz, ja, den kann man auch ansprechen, hat auch viele tolle Dinge zu erzählen. Also nutzen Sie diesen Tag für Austausch rund um das Thema Marke. Und damit fangen wir jetzt auch an in der Dialog. Corner hier. Wir möchten uns heute mit Veränderungsprozessen beschäftigen und ich finde das ganz, ganz passend, dass wir das in der Hauptstadtrepräsentanz der Telekom tun. Denn wenn Sie alle sich mal daran zurückerinnern, wie das Image der Telekom vor 15 Jahren war oder 20 Jahren und wenn Sie ja, hätten eine Wette abschließen müssen, schafft die Telekom das, sich zu verändern? Oder denken Sie auch an Audi. Es gibt viele, viele Beispiele, die einen Turnaround geschafft haben bei dennoch sehr, sehr großen Herausforderungen, muss man sagen, Respekt. Und das alles haben die mit dem Thema Marke begleitet. Und gutes Beispiel. Ton wieder da? Ja, wunderbar. Also eine Mammutaufgabe und sogar mit einer gewissen Negativguthaben. Negativguthaben haben unsere Gäste heute nicht, da werden wir gleich mal drauf zu sprechen kommen, was das für tolle Marken sind. Das Thema heute nochmal im Detail heißt vom Traditionsunternehmen zum zukunftsweisenden Industrie 4.0 Player mit Markenführung durch den Change. Also recht vielschichtiges Thema, recht komplex, was ist da alles drin? Traditionsunternehmen, was heißt das? Es sind ja häufig Unternehmen, die über Jahrzehnte sehr erfolgreich wurden, gerade weil sie gewisse Werte geteilt haben, gerade weil sie langjährige Mitarbeiter haben, die die Marke leben, für die Marke arbeiten. Und auf einmal kommt eine Armada an Beratern und sagt, ihr müsst alles ändern. Produktionsprozesse, Kundenbedürfnisse sind anders, Kommunikation funktioniert heute ganz anders, selbst der Vertrieb funktioniert anders, auch die neuen Kollegen denken, sie haben den demografischen Wandel. Die wollen heute ganz andere Dinge. Also irgendwie ist alles anders und dann sind sie Mitarbeiter seit 30 Jahren in einem immer noch erfolgreichen Unternehmen. Das heißt Change-Prozess. Juhu. Ja, wir alle wissen, wie gern Menschen sich verändern. Ein Thema. Und das zweite ist natürlich Industrie 4.0. Also auch eins der großen Buzzwords der letzten Jahre. Die Digitalisierung der industriellen Fertigung, auch hier heißt das, muss sich unglaublich viel wandeln. Jeder einzelne Prozess. Unternehmen verändert sich, die ganzen Geschäftsmodelle verändern sich und das Ganze soll mit dem Thema Marke begleitet werden. Die zwei Kollegen von Ihnen, die heute mit Ihnen diskutieren, darf ich Ihnen kurz vorstellen. Begrüßen Sie einmal mit mir die German Brand Award Gewinnerin Nadine Rahmann, CEO von der IFM Elektronik mit dem Hauptquartier in Essen bzw. Siegen. Und Eric Sneuen, Vice President Corporate Marketing von Bosch Rexroth aus Lohr am Main. Und bevor wir gleich in Medias Res gehen, möchten wir doch die Gelegenheit nutzen, auch Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Einmal möchte ich Sie einladen, gleich in der Diskussion, das wird ein Dialog sein und keine Frontalveranstaltung. Diskutieren Sie mit uns, wenn Sie Fragen haben, wenn Ihnen etwas einfällt, einfach mir zuwinken, ich komme dann zu Ihnen. Und vorab vielleicht, dass wir das vielleicht mal
zum gegenseitigen Kennenlernen bitte ich mal um Handzeichen. Wer von Ihnen würde sagen, ja, mein Unternehmen ist auch ein Traditionsunternehmen? Mal Hand hoch. Tradition. Doch schon? Okay, die Mehrheit. B2B, wer würde sich dieser Kategorie zuordnen? Okay, B2B? Mhm. Sind doch einige. Change-Prozess, bei wem passiert gerade ein Veränderungsprozess? So, und jetzt wird es kompliziert. Wer ist nicht in einem Digitalisierungsprozess gerade? Okay, vielen Dank für die Einordnung. Ja, Nadine, schön, dass du da bist. Ich glaube, Nadine... Ja. Danke dir, Saskia. Vielleicht mal ganz kurz vorab. Ich fühle mich ja sehr geehrt, dass du mich hier als CEO der IFM-Gruppe vorstellst. Aber da wird mein Chef, glaube ich, jetzt Einwand erheben. Korrektur, ich bin CEO der Digitalisierungssparte der IFM. Wir nennen uns IFM Solutions. Mhm. Ja, wir werden da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Warum du so viele Titel und Titelwechsel auch hattest und was das mit Change und mit Market zu tun hat. Aber vielleicht erstmal die Frage zu IFM. Sie sind ein sehr erfolgreiches Unternehmen, Weltmarktführer für Sensoren, Hidden Champion. Das heißt, wir müssen vielleicht mal kurz erklären, was die IFM eigentlich macht. Vielleicht mal kurzes Handzeichen. Wer hier kennt die IFM-Gruppe schon? Ach, das ist ja fantastisch. Da bin ich ja gerade ein bisschen baff. Mega gut. Ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn weniger Handzeichen gekommen wären, denn wie Saskia schon ganz passend sagte, wir kokettieren auch gerne mit dem Titel Hidden Champion. Wir waren da auch in dem Buch damals vertreten. Wir sind jetzt nicht so die gängigste Brand, aber tatsächlich seit 50 Jahren, feiern dieses Jahr unseren 50. sind wir am Weltmarkt vertreten, vorrangig in dem Bereich Automatisierungslösung, wirklich Anbindung, Automatisierung, Prozesse auf dem Shopfloor, in der Produktion. Das kann die stehende Factory sein oder auch die sogenannte Factory on Wheels, wenn wir uns jetzt so Heavy Industry Machinery angucken, vom Müllwagen bis zum Kran, bis zum Bagger, sowas bedienen wir auch. Wir haben in unserem Portfolio aktuell die Geräte, Endgeräte, die wir selber produzieren, so roundabout 19.000 Sensoren und dazugehörende Produkte, um eben die Sensoren anzubinden. Das reicht vom ganz einfachen Sensor der ersten Stunde 1969. Wer hier sich mit der Industrie 4.0-Thematik auseinandergesetzt hat, kennt auch mit Sicherheit das Schlagwort Industrie 3.0. Das hatte nämlich seine Geburtsstunde 1969 mit der Geburt des ersten Sensors. Das war so ein induktiver An-Ausschalter, der konnte nur so gewisse Metalllegierungen erkennen. Das ist so das eine Ende unseres Funktionsbereichs. Wir haben aber jetzt auch auf einem komplett anderen Ende Bandbreite, beispielsweise 3D-Kameras, 3D-Sensoren. Wir kümmern uns auch um das ganze Thema Augmented Reality, Mixed Reality, gehen da auch in den Consumer-Markt. Bauen unsere Kameras beispielsweise in Handys ein, von LG und Huawei zum Beispiel. Und jetzt eben, wie gesagt, der ganze Schwung in Richtung Digitalisierung, Aufbrechen der chinesischen Mauern, die ja aktuell noch existieren, zwischen der IT-Welt, unserer Prozessdigitalisierung oben im Topfloor, und der Prozessautomatisierung, auch OT-Welt, Operating Technology-Welt, wirklich, die sich um die Produktionsprozesse in der Fabrik kümmern. Okay, also das Thema vom Industrieunternehmen zum zukunftsweisenden Industrie 4.0 oder zum Traditionsunternehmen zum Industrie 4.0-Player, das ist ja eigentlich so eure Headline. Jetzt reden wir heute über Veränderungsprozesse und Wandel. Also ich stelle mir vor, ein sehr erfolgreicher Sensorenhersteller verändert sich auf einmal, stellt Software her. Wie geht das denn? Sind das die gleichen Leute, die gleichen Kompetenzen? Wie geht das zusammen? Ja, das geht einher mit einem ganzen dicken Brocken Change Management. Das fängt erstmal an mit, wo kriegt man jetzt die Kompetenzen her? Ja, denn meine Kollegen, ich nicht, ich bin die einzige Nicht-Ingenieurin im Unternehmen, aber meine Kollegen sind alles Ingenieure. Die haben so mit IT so gar nichts am Hut.
Unser Standardkunde hat auch so mit IT gar nichts am Hut. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich das erste Mal versucht habe, einem IFM-Kundenansprechpartner Software zu verkaufen, war die erste Frage, das war der Produktionsleiter beim Kunden. Erste Frage oder Statement war, das machen wir aber ohne die IT, ne? Die verkompliziert nämlich alles sonst immer so. Man hat ja immer zwei Möglichkeiten, Kompetenzen auszubauen. Entweder so ganz mühsam, Individuum für Individuum, Mensch für Mensch, sich die Team einzeln zusammenklauben am Markt, oder man guckt dann mal am Markt, wer kann denn sowas? Und für Letzteres hat sich dann auch letztendlich mein Chef entschieden und wir haben uns die Kompetenzen in Bulk zugekauft, indem wir Firmen aufgekauft haben. Das sind derzeit ihrer 5 und damit bedienen wir jetzt eigentlich wirklich so die ganzheitliche Digitalisierung von Shopfloor to Topfloor. Da haben wir jetzt beispielsweise bei mir in der Sparte eine Firma, die kümmert sich um das ganze Thema IT-Prozesse mit dem Schwerpunkt SAP-Produkte. Dann haben wir eine weitere Tochterfirma, die kümmert sich um das ganze Thema Infrastruktur und Managed Services im erweiterten Sinne, nachher auch Anbindung Remote Services mit unserer bald am Markt erscheinenden Cloud-Plattform-Lösung, die und das Zentrum, technische Zentrum unseres Angebotes dann auch sein wird. Dann haben wir weitere Unternehmen zugekauft, die eben Softwareentwicklungskompetenz abbilden können. Dann haben wir eine Firma noch aufgekauft, die sich um das ganze Thema Robotics kümmert, also Kontextualisierung von dreidimensionalem Sehen. Und last but not least haben wir jetzt jüngstes Kind quasi in der Tochter, ist eine Data Science Firma, die sich eben um das ganze Thema Auswertung und Big Data und nachher auch die Bereiche KI dann entsprechend kümmern kann mit der richtigen Kompetenz und Erfahrung. Und so sind wir jetzt eben auch sehr selbstbewusst und sagen, wir haben jetzt mal für unseren Bereich IIoT, der, auf den wir uns ja fokussieren, wirklich jetzt mal derzeit die Kompetenzen so auch menschlich abbilden können, sodass wir auch selbstbewusst unseren Kunden als Ansprechpartner, Trusted Advisor für Digitalisierungslösungen komplett entgegentreten können. Okay. Ganz kurze Frage, ja. Haben Sie international eingekauft? Oder? Auch, ja, genau. Also ist schon ein großer Fokus auf Deutsch und auch da sehr lokal, Standort Siegen, interessanterweise. Ja. Wir haben aber auch die Robotics-Firma, kommt aus USA. Ja. Okay, also das heißt Wandel, einmal vom Portfolio her, aber auch Zukauf von ganz vielen Unternehmen. Jetzt haben wir ja heute den German Brand Award, das heißt, wir sprechen über Marke. Und was hat denn jetzt Marke eigentlich und Markenführung mit diesem ganzen Wandel zu tun? Wie seid ihr das angegangen? Weil da kommen ja, viele unterschiedliche Kulturen zusammen, Identitäten, auch verschiedene Marken, die schon etabliert sind. Wie seid ihr diesen Weg beschritten? Ja, auch das war nicht einfach. Da sind wir auch erstmal durch so ein bisschen Tal der Tränen gegangen. Das wurde dann ganz, ganz plakativ deutlich. Die erste Hannover-Messe auf dem IFM-Stand, wo dann meine ganzen Kollegen mit ihren diversen Visitenkarten unterwegs waren. Und das war dann schon so ein bunter Blumenstrauß. Sorgte dann auch für so ein bisschen Verwirrung auf Kundenseite. Was macht ihr denn jetzt hier? Und wer seid ihr überhaupt? Und was habt ihr mit der IFM zu tun? Und ja, da musste dann doch wirklich auch mal so nach außen visuell auch ein Dach, eine Klammer her. Und die IFM verfolgt ganz stringent schon von Anfang an die Monobrand-Strategie. Und da war es auch ganz, ganz klar, dass auch die Firmen in meinem Bereich eben dann orange werden. Unsere Firmenfarbe ist orange. Und so haben wir eben eine Markenmigration gestartet, aber das reicht ja nicht. Ja, das muss ja einhergehen wirklich auch mit Change Management Prozessen, mit einer Restrukturierung oder einer Strukturierung, um auch die einzelnen Kompetenzen, die in den unterschiedlichen Unternehmen beheimatet waren, so zu bündeln, dass sie auch vernünftig in ihren Kernbereichen, Aufgabenbereichen zusammenarbeiten können. Ja, und das kulminierte eben jetzt in dem Wandel von, wir hießen auch mal TISC AG, da versteckte sich schon so ein IFM drin, the IFM Solution Company, das war auch nicht wirklich sichtbar nach außen, ja, das haben wir jetzt wirklich alles ganz vereinfacht
und kulminierte eben jetzt in der Gründung der IFM Solutions im März diesen Jahres mit den Töchtern darunter. Also ein großer Markenmigrationsprozess, in dem viele unterschiedliche Töchter integriert wurden. Ich darf da vielleicht an der Stelle ganz kurz mal aus der Jury-Sitzung plaudern, als wir, ich kann mich noch sehr gut an eure Einreichung erinnern, ein Zitat war nämlich, oh, die haben ja noch keinen Marken-Lounge gemacht. So, das heißt, man sah tatsächlich, da sind ganz viele Dinge, ganz viele Logos, da ist ganz viel noch an alten Marketing-Elementen, aber die haben eine Strategie und haben die Reise aufgezeigt, wo es hingehen soll. Genau, und da ging es ja auch in allererster Linie darum, die IFM-Marke, die wir ja auch in unserem Standardgeschäft ja schon seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt haben, aufzuladen eben mit diesen jetzt neuen digitalen Kompetenzen, die wir ja nur noch abbilden. Ja? Wir haben immer davon gesprochen, die Marke IFM muss digital aufgeladen werden. Aber wir wollten hier jetzt keine Multimarkenstrategie fahren, weil es einfach unfassbar mühsam ist, eine Marke from the ground von null aufzubauen. Mhm. Ja. Ja, bitte. Was war denn ursprünglich der Grund, dass Sie das als eigene Marke, also gar nicht als IFM-Marke, etabliert haben? Gute Frage. Wir waren tatsächlich am Anfang so ein bisschen außerhalb des Unternehmensverbunds. Wir haben gestartet als eine Mehrheitsbeteiligung der IFM und zwar getreu dem Motto, jetzt zitiere ich mal meinen Chef Michael Maufer, der sagt immer gerne, Großunternehmen neigen dazu, neue Ideen so lange zu umarmen, bis sie tot sind. Und deswegen ist er großer Fan davon, neue Ideen erstmal außerhalb der großen Großkonzern. Wir wollen zwar immer noch Mittelstand sein, aber sind wir mal ehrlich, bei 9000 Mitarbeitern und 1 Milliarde Umsatz geht das schon eher so in Richtung Konzern. Er ist immer Fan davon, das so ein bisschen außerhalb sich erstmal inkubieren zu lassen. Und so sind wir dann auch so ein bisschen aus der Struktur, konnten wir dann erstmal uns selber ja ein bisschen wirklich auch an der Innovation arbeiten, am Produkt, ohne jetzt von irgendwelchen komplizierten FI-Reportings und HR-Strukturen da gestört zu werden. Das war aber dann irgendwann, kam dann der Punkt, da wurde das dann so ein bisschen hinderlich. Ja, und das war, hat sich dann sehr deutlich gemacht Anfang letzten Jahres. Dann hat auch irgendwann der Michael immer, er hat halt immer so diesen extrem Langfristperspektive, hat dann irgendwann gesagt, so jetzt reicht's, jetzt kommt er doch ganz unters Dach. Ja, und so sind wir seit Anfang letzten Jahres auch 100% Tochter der IFM. Habt ihr das deutlich gemerkt, dass man jetzt unter dem Dach steckt? Ist es schwierig? Schon, also wir versuchen das dann im Management so von unseren Teams fernzuhalten, ebenso diese Stichwort FI-Reporting-Themen beispielsweise. Ja, dass man da einfach dass die Teams, die an der Innovation arbeiten, nicht ablenkt und die können auch weiter ihr Ding machen. Also wir haben da auch konsequent unsere eigenen Innovationsprozesse etabliert. Ja, da lässt man uns auch so machen, wie das eben für Softwaregeschäft richtig ist. Ja, da passt nicht ein Innovationsprozess wie für eine Hardware, für einen Sensor. Ja, also da lässt man uns dann auch unser Ding machen. Wir werden auch gleich darüber sprechen, was sich eigentlich in der Marke verändern muss, wenn das Thema Digitalisierung in das Portfolio einzieht. Aber jetzt, Herr Snoyen, mal zu Rexroth. Bisschen andere Situation. Markenrelaunch, unglaublich erfolgreich. Vor 2 Jahren gestartet, vor einem Jahr mit einer unglaublichen Geschwindigkeit durchgezogen. Ja, jetzt haben Sie auch den German Brand Award gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Vielleicht erzählen Sie noch mal ganz kurz, für was Sie diesen German Brand Award gewonnen haben. Was wurde da ausgezeichnet? Ich hoffe, dass ich es richtig sage, sonst frage ich meine beiden Kollegen nochmal. Design und Strategie, oder? Design und Strategie, genau. Was genau ist in dieser Strategie beschlossen worden, beziehungsweise wie sieht diesen, welche Veränderung hat eigentlich eine Veränderung in der Marke nötig gemacht bei Rexroth? Wer kennt Bosch Rexroth? Okay. Genau, zweite Frage. Wer würde sagen, ich weiß ganz genau, was Bosch Rexroth so macht? Okay. Gut, wir haben es auch an unsere jungen Kollegen gefragt vor 2 Jahren. Wir hatten ein Event organisiert mit 125 jungen Mitarbeitern. By the way, mein Blut ist orange. Ich bin Holländer. Mhm. Falls Sie denken, was ist das für ein komisches Dialekt? Aber wir hatten 125 Kollegen eingeladen, junge Leute quer durch die Organisation.
Und da haben wir eigentlich die gleiche Frage gestellt, was ist eigentlich Bosch Rexroth, was machen wir? Und da haben alle eigentlich gesagt, wir haben eine tolle Firma, wir machen coole Produkte, Engineering Know-how ohne Ende. Aber es wirkt sehr langweilig. Mhm. Und die Frage ist, werde ich als Young Engineer eigentlich mich entscheiden, für diese Firma zu arbeiten? Und dann kam eigentlich die Frage, nein, das machen wir eigentlich lieber nicht. Ne? Also die Firma war eigentlich gar nicht schlecht aufgestellt, aber das Bild hat sich eigentlich nicht geändert. Mhm. Und wir haben unser Logo gelauncht bei der Merger mit Bosch in 2001. Mhm. Seitdem hat es kaum eine Änderung gegeben. Also 20 Jahre waren wir sehr stabil, sehr traditionell. Wobei die Welt um uns natürlich geändert hat und mhm. der Marke war nicht mitgeändert. Mhm. Und da kam auch wegen unserer neuen CEO, einer, der außerhalb der Bosch-Firma kam, eigentlich auch sofort die Bitte, wir müssen die Marke anfassen. Mhm. Und der ist sehr beschlossen, ne? Also der nimmt schnelle Entscheidungen und ist sehr ungeduldig. Mhm. Und da hat er auch gesagt, zieh die Marke um und in ein halbes Jahr launchen wir das. Das ist natürlich so, also nochmal zusammenfassend, Entschluss, was zu ändern, ein halbes Jahr später Markenrelaunch. Ich glaube, Sie alle wissen, was das bedeutet. Nee, es hat nicht geklappt. Ja, aber wenn der Chef mit dieser Forderung kommt, muss man ihn leider enttäuschen. Stimmt, das haben wir auch so Herr Nayok gesagt, ja. Das kriegen wir ein halbes Jahr leider nicht durch. Wir brauchen zum Beispiel auch das Bosch Endorsement, das Teil von der Marke, was von Bosch kommt, und da hat ein bisschen länger gedauert. Mhm. Bis wir zur Bosch Company entschieden hatten. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir machen es dann nicht auf die SBS in Nürnberg, wir machen es auf die Hannover Messe. Mhm. Ein halbes Jahr später. Das war immer noch ein harter Job, mhm. aber das haben wir dann geschafft. Mhm. Und da waren wir ein Jahr später und hat es die neue Marke gegeben. Mhm. Jetzt gab es gerade zwei Stichpunkte, in dem, was Sie sagten, nämlich neues Logo, ja, und Messestand. Ja. Ich sage jetzt mal so ein bisschen was Despektierliches, wir sind ja unter uns. Vor einigen Jahren hat man ja als Markenberater immer so ein bisschen bei der B2B-Branche gesagt, naja, da gilt ja die Formel, Marke ist gleich Logo plus Messestand. Fertig. Ja, da hört es auf im Prinzip. Ja. Dann hat man einen Anruf bekommen, wir brauchen eine neue Marke und zur ISH müssen wir einen neuen Stand haben. Jetzt weiß ich aber, bei Ihnen ist Marke mehr als Logo. Obwohl Sie ein tolles Logo haben, das muss man wirklich sagen. Können Sie da was dazu sagen? Wie verstehen Sie denn Marke eigentlich und Markenführung? Ja, ich glaube, ich habe gerade ein Zitat auch von einer der Sprecher gehört, dass es Erlebnis ist. Ne? Und bei uns war es richtig ein Stempel. Mhm. Die Marke hat sich nicht bewogen, wobei unsere Firma eigentlich als Promise hat, we move, you win. Mhm. Und seit Jahren sind wir die Drive and Control Company gewesen. Wir machen Antriebs- und Steuerungstechnik. Wir bewegen eigentlich alles, nur die Marke nicht. Und da haben wir gesagt, okay, warum können wir in die Digitalisierung nicht die Marke so anfassen, dass die eigentlich total bewegt? Mhm. Und dann haben wir auch in die Agentur gesagt, okay, das ist eigentlich eine Herausforderung, dass die Marke im Core ist es Bewegen, Movement, das ist jetzt auch in die Marke voll drin. Mhm. Und es gibt keine Bremse mehr in der Kommunikation, weil jeder hat auf 40 cm sein Handy vor der Nase. Und er kann alles bewegen, auch mit Ton und mit alle andere Patterns, die wir jetzt haben in der Farbenwelt, die sich alle bewegen, damit die Marke ein Erlebnis wird. Und das haben wir dann auch so umgesetzt. Mhm. Und dann haben wir auch auf die Messe gesagt, wir brauchen jetzt nicht all diese Exponaten wieder, wir möchten eine große Leinwand, LED-Wand von mehr als 50 Meter und da bewegt sich alles. Und in der Mitte eine große Show, mhm. wo auch alle Bewegung ist, weil das ist eigentlich unser neuer Core. Mhm. Also bei uns war es mehr als nur eine Messe, dann bei uns war es eigentlich die Bewegung, die mhm. gestartet. Mhm. Okay. Ja. Schau mal ins Publikum. Gibt es hier schon mal Fragen, Anmerkungen? Wie ist das mit Bosch? Achtung, darf ich ganz kurz, damit die Kunden jetzt auch, das sagen Sie nicht, aber dass Ihr Name... Wie das sozusagen mit Bosch zusammengelaufen ist, ich habe da ein bisschen Erfahrung mit der Brand von Bosch und das würde mich sehr interessieren, wie tatsächlich das sozusagen zusammengegangen ist, weil man sieht, ich habe gerade auf der Website und man sieht ja auch, da ist eine gewisse Ähnlichkeit, eine gewisse Verbindung da. Ja. Sagen Sie netterweise noch Ihren Namen? Philipp Gräber, ja. Ja, das war nicht immer einfach. Also Bosch ist eigentlich auch eine sehr Traditionsmarke wie wir. Und gut, wir haben immer der Bosch Group als Endorsement gehabt. Und dann haben wir mit unserer neuen Marke das auch zur Diskussion gestellt. Da war natürlich sofort nicht bei Bosch ein Hurra. Weil wenn wir das Endorsement ändern, dann müssen alle Bosch-Marken das ändern. Na, also Dankeschön an Rexroth. Aber wir waren eigentlich von Anfang an sehr gut mit denen zusammen. Ich glaube, die haben auch gesagt... Und Tobias war auch bei den ersten Meetings, die wir in Stuttgart durchgeführt haben. Eigentlich möchten wir das auch.
Also diese Änderung, die jetzt Rexroth eigentlich unter Hochdruck durchsetzt, ist eigentlich für uns auch ein bisschen den Weg in die Zukunft. Ne? Wir möchten vielleicht auch unsere Marke ein bisschen auffrischen. Ja. Und gut, wir haben dann natürlich unsere Regeln und wir haben dann auch die Prozesse von Bosch respektiert. Hat ein bisschen länger gedauert als vielleicht gehofft, aber damit ist es auch sehr durchgängig geworden. Und letztendlich ist dann auch Bosch eigentlich mit deren Like a Bosch-Kampagne gekommen. Ich könnte nicht sagen, das ist von uns initiiert, überhaupt nicht, aber da hat man auch ein bisschen das Gefühl bekommen, guck mal, wie erfolgreich Rexroth jetzt als Traditionsfirma das doch umsetzt und wie gut das bei den Kunden und Mitarbeitern ankommt. Lass uns jetzt auch mal was machen. Und das Like a Bosch ist eine total coole Kampagne geworden. Und die haben jetzt zwei von diesen Kampagnen, Drive like a Bosch, Move like a Bosch. Und jetzt kommt eigentlich Manufacture like a Bosch als dritte Spalte auch vorbei und dann sind wir wieder drin. Also wir arbeiten jetzt auch in diesem Konzept sehr eng zusammen. Das hat eigentlich im Endeffekt sehr gut funktioniert. Ja. Jetzt, zweimal wurde jetzt dieser Tobias genannt. Dachte ich, da gehe ich doch mal dahin, der hat, glaube ich, was zu sagen. Ich darf kurz vorstellen, Tobias Brummer, im Prinzip der Markenchef, der diesen Prozess intensiv begleitet hat. Herr Brummer, eine Frage. Welche Rolle haben denn die Menschen gespielt bei diesem Markenprozess? Weil ja ein Logo, da kann man eine Agentur beauftragen, Messestand ebenfalls. Wie sind Sie damit umgegangen, dass Sie eben ja auch ein Traditionsunternehmen sind mit vielen langjährigen Mitarbeitern? Ich glaube, das war ein ganz entscheidender Prozess für den Erfolg, den wir jetzt heute verbuchen können. Das Thema Marke oder der Markentransfer hat intern begonnen. Und was Erik schon gesagt hat, diese 150 jungen Mitarbeiter, die da waren, ein Jahr davor hat eigentlich der Change-Prozess schon angefangen. Unser neuer Vorstand hat angefangen, das Unternehmen zu verändern, die Leute und die Mitarbeiter mitzunehmen mit, ich weiß nicht wie viel, 100 Veranstaltungen weltweit, wo man einfach die Leute mitgenommen hat, gefragt hat, was muss eigentlich so eine Firma wie Bosch Rexroth in der Zukunft leisten, dass sie diese digitale Transformation hinbekommt. Und das war eigentlich auch der Kick-Off, um die Mitarbeiter tatsächlich von dem Wandel zu begeistern, zum einen, und zum zweiten dann eben auch die Notwendigkeit des Markentransfers dort auch schon mit zu beginnen und mit den Leuten zu diskutieren. Und dann haben wir angefangen mit dem Markentransfer. Und deswegen hat es gut funktioniert und die Mitarbeiter heute, ich kann sagen, eigentlich, wir haben so Hoodies, wir haben T-Shirts, wir haben auch Hemden. Ich glaube, es gibt keine mehr. Ich glaube, jeder Mitarbeiter hat mittlerweile zwei. Und das ist eigentlich für uns ein großer Erfolg. Die neue Marke wird von den Mitarbeitern getragen, intern wie extern. Und ich glaube, was Schöneres gibt es gar nicht. Okay, vielen Dank. Ja, es war ja eben das Stichwort neue Mitarbeiter. Können wir die gewinnen? Können wir die begeistern? Und da hat dieser Markenprozess ja zu viel Identifikation und Begeisterung geführt und hat da gut geholfen. Wir haben gerade eben in dem Vortrag die Ergebnisse des neuen deutschen Markenmonitors gehört, die Entscheiderstudie, in der Kollegen von Ihnen befragt wurden, nämlich Brandmanager. Und da gab es eine Zahl, nämlich dass 60% Ihrer Kollegen sagen, naja, in unserem Unternehmen gibt es noch keine Antwort auf den digitalen Wandel. Jetzt interessiert mich mal, überrascht Sie diese Zahl? Finden Sie die zu hoch? Finden Sie die angemessen? Was fragen Sie? 60% der Brandmanager sagen, nee, wir haben noch keine Antwort auf den digitalen Wandel. Ja, wundert nicht im Sinne der Komplexität und im Sinne der Vielfalt, vor der man da steht. Es ist wichtig, sich dem Thema zu öffnen. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Mhm. Nur welche Wege zum Ziel führen, ich glaube, diese Wege, die sieht noch keiner klar. Mhm. Und da arbeitet jeder dran, für sich diesen Horizont zu entdecken, glaube ich. Mhm. Ja. Ja, das eine ist ja die Digitalisierung und das andere ist auch, wie kann ich das in meiner Marke abbilden? Also wie muss ich eigentlich die Markenführung verändern, wenn Digitalisierung stattfindet, Nadine? Was würdest du dazu sagen? Also Digitalisierung heißt ja nicht nur Prozesse jetzt digital abzufrühstücken, sondern, wie wir es bei dir auch gehört haben, einen kompletten Change in Kompetenzen und Ressourcen. Wie muss die Marke da mitziehen? Also für uns ist das eigentlich, unsere Marke ist ja, hat ja im Bauch so die Werte der IFM. Es gibt ja da auch diese schöne IFM-Philosophie, die du ja auch kennst, wo eben so gewisse Grundwerte festgehalten sind. Und für uns ist das eigentlich eine Reinterpretation der Werte, die die IFM seit 50 Jahren trägt. Denn die Werte sind eigentlich zeitlos.
Ja, wir haben auch den Claim Close to You und da eben dahinter verbirgt sich eben sowas wie Zuverlässigkeit, Qualität, ja, aber auch gewisse andere Themen. Wir haben zum Beispiel in unserer Philosophie einen Passus drin, dass die IFM nicht an die Militärindustrie verkauft. Denn, Zitat des Gründers, O-Ton, wir möchten nicht, dass durch unsere Produkte einem anderen Menschen Schaden zugefügt werden. Und das sind halt so Werte, die haben irgendwie kein Ablaufdatum. Ja, und da geht es eben darum, durch Digitalisierung, was heißt close to you im digitalen Zeitalter? Close to you heißt da nicht, dass man immer zum Kunden physisch fahren muss. Ja, es war tatsächlich immer so, auch Grundregel, wir sind auf der ganzen Welt verteilt, haben unsere 170.000 Kunden in 71 Ländern und sind auch in den Ländern vor Ort. Und ein Vertriebler hat maximal zwei Stunden beim Kunden zu sein oder ein Außendienstmitarbeiter, damit, wenn da ein Problem vor Ort ist, wir schnell helfen können. Und dafür steht die IFM. Im Digitalisierungszeitalter hat man ja ganz andere Mittel und Wege, Zugriff zu den Lösungen auch remote, viel, viel schneller im Zweifel noch, über Landesgrenzen, über Kontinente, über Zeitzonen hinweg zu bekommen. Und darum geht es ja dann letztendlich. Close to you, digital. Ja. Okay. Wie ist das bei Rexroth? Also wie muss sich die Markenführung verändern? Denn auch da hat sich das Portfolio ja sehr stark verändert. Ja. Also auch digitale Produkte. Auf einmal hat man auch Software. Auf einmal macht man Joint Ventures mit anderen zusammen, wo man die Markenrechte gar nicht hat. Wie muss da die Marke eigentlich mitziehen? Ich glaube, was Sie schon gesagt haben, wir haben auch unsere Kernwerte, die haben wegen der Digitalisierung auch nicht richtig geändert. Aber es ist ein bisschen, wenn man das Portfolio richtig ändert, dann glaube ich, erwartet der Kunde auch ein anderes Bild. Ne? Das ist schon mal das Außensehen, das haben wir da geändert. Aber es geht um die Core der Company. Wir haben neue Businessmodelle jetzt, ne, wo wir auch sagen, es gibt Pay-Per-Use, wir haben der Factory of the Future, wo unheimlich viele Daten mit Maschinen zusammenarbeiten. Dass der Kunde ist eigentlich nicht mehr interessiert in das Produkt, ne, was wir immer produziert haben, wo die Marke dafür gestanden hat, ne, die Qualität, es geht jetzt um Geschwindigkeit, auch die Agilität, also die Datentransfer und unheimlich viele Zusammenarbeit mit Kunden, um gemeinsam diese Modelle zu machen. Und ich glaube, damit hat der Portfolio der Firma sich so geändert, dass die Marke eigentlich mitgehen muss. Mhm. Und umgekehrt ist es auch ganz einfach, wenn die Produkte und das ganze Portfolio nicht da ist, ne, und man sagt, guck mal, wie cool wir sind, dann passt es auch nicht. Mhm. Also es soll irgendwo zusammenpassen. Ne? Und bei uns war das auch bei der ganzen Markentransfer unter dieser hohen Geschwindigkeit auch so ein bisschen das Risiko. Wir können jetzt in einem Jahr vielleicht eine coole Marke darstellen, die an alle Ecken bewegt und wo der neue Mitarbeiter oder auch eine andere Kunde denkt, wow, was ist da passiert? Da muss da auch was passiert sein. Also ich glaube, die Strategie ist auch wichtig, dass die mitgeht in die Markenführung. Ja, und das Produkt, was dahinter steht, absolut. Ja, da ist ja auch, meine Kollegen sind immer so sehr nervös, wenn es ums Thema Branding und herausposaunen, was man so Tolles Neues macht. Ja, bevor man tatsächlich das tolle Neue auch zu Ende entwickelt und an den Markt gebracht hat. Deswegen ist immer auch so das Motto, lieber erstmal machen und dann reden wir später über das, was wir gemacht haben. Ist das nicht auch etwas, was so typisch Traditionsunternehmen und vielleicht auch deutsches Unternehmen ist? Auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist definitiv. Mhm. Ja. Okay, Moment, ich komme gerade zu Ihnen. Siegfried Schneider, hallo. Genau zu dem Stichwort hätte ich eine Frage an Sie, die ja mit deutschen Traditionsunternehmen arbeiten. Wie stark sehen Sie das Problem mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland, dass man sich ja doch deutlich langsamer entwickelt als andere große Wirtschaftsstandorte? Deshalb habe ich gerade auch nach Internationalisierung gefragt, weil ich habe halt immer das Gefühl, dass es halt in Deutschland tatsächlich noch so ist, wenn man jetzt über ein Startup redet, dann kriegt das ein bisschen Fördergelder von irgendwo, aber wenn man dann nach China guckt oder in die USA oder auch in andere Länder, dann sind die doch irgendwie uns allen gerade ein bisschen eine Nase voraus. Und das war doch früher nicht so, oder? Ja, die Statistik widerspricht ja dem. Als wir letztes Jahr sind, ist der Standort Deutschland als viert innovativstes Land der Welt wieder ausgezeichnet worden. Ja. Aber nicht wegen Software. Ja, fair enough. Ja, ist definitiv. Ich meine, für uns IFM, ja, für Bosch wird das ja ähnlich sein, alles, was wir machen, ist für den weltweiten Markt. Punkt. Alles, jedes Produkt, was wir herstellen, ist sofort weltweit verfügbar auch.
Ja, es ist nur definitiv auch so, dass man hier, auch wenn das nicht so schnell vorangeht, das Talentpool in Deutschland ist ja fantastisch. Ja, aber auch da internationalisieren wir uns und limitieren uns beispielsweise jetzt, ja, Thema SAP-Kompetenzen oder auch Data Science-Kompetenzen rar gesät. Dass man halt guckt, wo finden wir die richtigen Leute, und die werden dann genau auch dann an dem Ort eingestellt, dass man halt verteilt arbeitet da auch. Ja. Vielleicht kann ich noch einen Hinweis machen, weil ich bin kein Deutscher, aber ich arbeite in so einer Traditionsfirma in Deutschland, und ich glaube, was die Deutschen auszeichnet, ist die Qualität. Da sind wir eifersüchtig in alle anderen Länder, deswegen fahren wir in Holland auch viele deutsche Autos, aber was dazu passt, ist eigentlich auch, dass die fehlende Geschwindigkeit, dass man mal auf 80% was einführt und sagt, wie mittlerweile bei vielen Softwarefirmen, da machen wir ein Update nach einem Monat und nochmal drei nach zwei Monaten. Das ist alles akzeptiert. Aber wenn ich auf die deutsche Art und Weise mit den Prozessen, die Qualität so auszeichnen, weiterfahre, dann komme ich nach einem Jahr. Und da bin ich einfach zu spät. Und dann habe ich das verloren. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Kultursache, dass andere Länder, die nehmen einfach mehr Risiko. Und ja, dann gucken wir mal, was passiert. Ne? In Holland macht man das auch. Wir sehen mal, was passiert. Und wenn es dann schief geht, okay, dann mal kein Weltmeister. Nächstes Jahr wieder eine Chance. Aber ich glaube, das ist doch ein bisschen ein Unterschied. Und man muss die Stärke nehmen. Also die Qualität von den Produkten ist klar, aber die Geschwindigkeit ist in anderen Ländern einfach höher. Macht bei Software ja auch Sinn. Ja. Und das ist, glaube ich, das macht bei Software auch Sinn. Also ich komme aus dem Softwarebereich, und das ist sozusagen genau das Thema. Bei Hardware spielt man sich damit nach vorne und ist dann am Ende, ne, der Technologietreiber und liefert die Qualität. Ja. Aber bei Software muss man nämlich genau vielleicht mal 5 gerade sein lassen. Und da tun wir uns dann auch meiner Erfahrung nach. Also ich komme auch von RWE, Innogy und so. Ja. Sie haben gerade den Gong gehört. Das heißt, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Aber wir haben auch 5 Minuten später angefangen. Deswegen können wir auch 5 Minuten. Denn wir müssen noch mal über ein Thema sprechen, und das sind die Menschen. Wir haben es gerade gehört, ein Holländer in Lohr, ein Traditionsunternehmen. Und das ist ja auch das, was passiert. Software haben wir hier gehört, das sind ja häufig ganz andere Lebensläufe. Softwareunternehmen zu kaufen, so wie jetzt zum Beispiel bei der IFM. Junge Mitarbeiter, die was ganz anderes wollen. Ja, die wollen nicht mehr den Firmenwagen und das Eckbüro. Die haben einen ganz anderen Anspruch. Die haben auch nicht mehr dieses hierarchische Denken, dem können die vielleicht auch nicht mehr sowas abgewinnen. Wie geht man da zum Beispiel jetzt bei Rexroth mit um? Das muss ja auch eine Marke tragen, von dieser traditionellen Marke zu dieser ganz dynamischen Marke. Wie geht man damit um, so ein Haus zu sein? Auf diese, man will ja die Mitarbeiter nicht verlieren. Ja. Sucht sich ein Haus außerhalb Lohr. Wir haben gerade in der Eröffnung in ein paar Wochen ein neues Standort in Ulm. Nähe zu den Universitäten und andere Entwicklungsfirmen, wo wir sagen, das ist so eine Art Campus, die wir da aufbauen, wo wir auch versuchen, neue Leute dahin zu kriegen und auch diese inspiring working conditions in der Praxis zu bringen. Also nicht sofort alle zwischen den Bergen in Lohr hinziehen, aber einfach sagen, okay, das kann auch in einen anderen Standort, und das kann wahrscheinlich in der Zukunft mehrere Satelliten geben in andere Länder, wo man auch für die jungen Leute die Möglichkeit macht, auch international sich zu bewegen, weil ich glaube, das finden junge Leute auch viel wichtiger, als 20 Jahren an eine Karriere an einem Standort zu arbeiten. Wir können die Möglichkeit bieten, Rexroth ist über die ganze Welt vertreten, und das muss vielleicht noch ein bisschen mehr angeboten werden an die junge Generation. Also auch wieder eine Veränderung an Arbeitskulturen, Arbeitsprozesse, das ist auch alles unter der Marke einzufinden. Ich laufe mal jetzt hier nach hinten, gibt es hier Fragen zu einem spannenden Thema? Ich habe hier jemand entdeckt, Markilux, auch ein Traditionsunternehmen. Ja gut, die Thematik ist, wenn man 50 Jahre am Markt ist, wie wir auch, dann ist natürlich der Wechsel die Herausforderung. Und das Ganze funktioniert auf der einen Seite vielleicht gut, wenn man die Marke anschaut, aber es ist immer das Thema, die Menschen mitzunehmen. Ja. Es gibt Satelliten, aber wenn du ein mittelständisches Unternehmen bist, kannst du nicht weg, du bist an einem Standort gebunden. Gibt es da Konzepte, wo Sie sagen, das ist erfolgreich gewesen, das geht auch mit den Menschen in der Produktion? Die Sensoren sind nicht allein, es sind die Menschen, die in der Produktion mit dabei sind. Und die Arbeitsgesetzgebung lässt auch relativ wenig Spielraum zu sagen, wir drehen von jetzt auf gleich das Unternehmen auf die andere Seite. Also das würde sowieso nicht funktionieren, das Unternehmen so in einem Schritt auf links zu drehen. Wir haben jetzt zum Beispiel in der IFM ähnlich auch, ja, wie mein Kollege hier, eröffnen wir morgen unseren neuen Standort in Siegen.
wo wir eben dann auch für das junge Publikum die ansprechenden, die ihnen wichtigen entsprechenden Arbeitsumfelder dann auch bieten. Wir haben da aber auch, selbst in meiner Sparte, auch schon Satelliten in anderen Standorten in Deutschland, um eben weiterhin nah auch im privaten Umfeld der Mitarbeiter, insbesondere der Firmen, die wir zugekauft haben, dass wir die nicht aus ihrem Umfeld rausreißen. Ja, ganz klar. Ja, und trotzdem aber eben halt ihnen die Identifizierungsmöglichkeit mit der IFM, mit der Marke IFM, mit der Firma IFM auch zu geben. Okay, vielleicht noch eine Frage zum Thema erweitertes Portfolio, Nadine auch. Also häufig entstehen ja bei Digitalisierungsprozessen neue Services, neue digitale Angebote und digitale Produkte. Wie geht man markenstrategisch damit um? Also auf einmal habe ich neben meinen Sensoren Produktmarken, Servicemarken, einzelne Angebote in Märkten, in denen ich gar nicht tätig war, in denen mich keiner kennt. Dann nutzt mir meine ganze Markenbekanntheit nicht. Das gleiche gilt für Rexroth im Bereich Startups, in denen investiert wird. Wie macht man das mit der Marke? Indem man das entsprechend vorbereitet. Mhm. Und auch hier machen wir ja tatsächlich jetzt mit der IFM zum ersten Mal neben unserem normalen Go-to-Market-Launch Neuprodukteinführung für unsere Plattform Moneo, die im November auf der SPS lanciert wird, auch eine Produktmarkenvorbereitung, als Projekt. Ja, weil das eben für uns so was ganz Neues ist und eben nicht ein weiterer Sensor, den wir rausbringen, sondern eben dieses neue Geschäftsfeld dann auch für uns ja technologisch darstellt. Und da haben wir jetzt eben gesagt, das müssen wir dann auch entsprechend strukturierter angehen und höher aufhängen. Das heißt, auch markenstrategisch muss immer die richtige Antwort gefunden werden. Und früher hieß es ja ganz häufig im B2B, Monomarke ist die einzige Lösung. Jetzt haben wir bei euch gelernt, ist die richtige Lösung, aber nicht für jedes Thema. Also, das ist richtig, Ausnahmen bestätigen die Regel. Mhm. Bei der IFM ist auch ein weiterer Grundsatz sehr plakativ, denn wir fragen uns immer alle, was muss am Markt passieren, damit die IFM verdrängt wird. Ja, um dann eben genau solche Geschäftsfelder, Geschäftsprozesse selber zu entwickeln und uns quasi unser größter Konkurrent zu bleiben, damit wir auch fresh bleiben und am Markt bestehen können. Und so haben wir auch weitere Marken neben der Hauptmarke IFM. Das ist zum einen eine B2B-Online-Shopping-Plattform für Sensorik, Automation 24. Sie läuft unter einer Eigenmarke und wir haben die weitere Marke mit PMD Technologies. Das ist mal unsere Schwesterfirma in Siegen, die sich eben um dieses Thema Robotics und dreidimensionales Sehen kümmert. Und 70% von deren Geschäft ist tatsächlich in der Consumer-Industrie und nicht im B2B-Industrie, in den industriellen Branchen. Und das passt eben nicht zum Bild IFM, die als Industriemarke dasteht, passt das eben nicht. Und deswegen lassen wir die auch individuell laufen da. Okay, also wir haben einiges gelernt. Veränderungen an allen Ecken und Enden. Bei Ihnen und auch bei euch. Markenstrategische Antworten müssen gefunden werden und vor allem müssen die Mitarbeiter als allererstes mitgenommen werden, motiviert werden. Ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert, auch wenn ich mir jetzt die Entwicklung des German Brand Awards anschaue, wie sich Industrieunternehmen, B2B-Unternehmen in Sachen Markenführung professionalisieren und das auch für sich nutzen als Instrument, weil sie merken, es geht hier nicht nur um das Logo und nur um den Messestand, aber auch, weil diese Dinge sind ja sehr, sehr wichtig, sondern es ist ein identitätsstiftendes Instrument, das genutzt werden kann, um Mitarbeiter zu gewinnen, zu fördern, zu binden, um Themen auch zu kommunizieren, um einen Wandel zu kommunizieren. Und das macht man idealerweise mit einer Marke, die eine Richtung auch vorgibt. Und dann schlägt man noch nicht alles kaputt, so wie du es gesagt hast, sondern man nimmt die traditionellen Werte und überlegt, was kann ich mit denen tun, wie kann ich die in die Zukunft übersetzen. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Corner angelangt. Vielleicht nochmal so als Abschlussfrage, jetzt so unter Kollegen, wenn Sie den Kollegen etwas raten müssten, wie geht man so einen Change-Prozess an, wie geht man mit der Marke um? Was wäre so der Tipp, das zentrale Learning jetzt gerade auch aus Ihrem Launch-Prozess und sagen, dass genau das ist richtig gewesen oder das würde ich heute genauso wieder machen?
Gut, man braucht, glaube ich, einen sehr starken Chef, die das durchsetzt. Mhm. Also man kann das nicht jedes Mal machen oder mal halb. Es ist richtig eine Änderung. Also das ist schon mal eins, aber es soll aus der Strategie kommen. Also ich finde, wenn man sagt, die Firma soll sich ändern, alle Kollegen müssen mitgehen, dann braucht man erstmal eine gute Strategie dazu. Mhm. Und das ist mehr als eine Änderung von einem Logo. Das hat bei uns gut geklappt, weil der Marke war eigentlich das vierte Element an die ganze Änderung. Es gab eine neue Strategie, es gab eine neue Mindset und eine neue Organisation dazu. Und dann kam die Marke. Mhm. Also die Marke war eigentlich das Schlussbild, aber man soll nicht vergessen, also wenn man richtig eine Change macht und man nimmt dann die Marke mal richtig auf den Prüfstand und die ändert man, wie bei uns, echt revolutionär, dann ist es auch ernst. Dann denkt auch jeder, okay, das ist nicht wieder irgendwo eine tolle PowerPoint und mal irgendwo ein wildes Projekt. Jetzt soll die Firma richtig ändern, weil wir haben ein anderes Gesicht bekommen. Und jetzt muss ich das auch als persönlicher Mitarbeiter wahr machen, dass ich auch wieder Teil der Marke bin, die anders war als gestern. Also ich habe keinen Weg zurück. Und das hat echt geholfen. Okay. Ja. Dein Tipp, dein Learning? Die Menschen nie vergessen. Immer die Menschen nach vorne stellen und die Prio 1 machen, die mit ihnen arbeiten, für sie arbeiten. Und jede Generation, wir haben jetzt auch bei uns 4 Generationen arbeiten, die müssen alle an die Hand genommen werden und mitgenommen werden. Ja, und nicht jeder kann das dann im gleichen Speed, in der gleichen Geschwindigkeit. Aber das sehe ich auch als Führungskraft, als meine Hauptverantwortung an, dass die Menschen da mitkommen und sich nicht entfremdet fühlen. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei euch, ja, für die spannende Diskussion, auch beim Publikum. Und Sie, lassen Sie schön feiern. Sie sind alle Gewinner. Heute Abend wird Party gemacht. Dankeschön.